Ja, Leadkosten. Heute geht es mal um das Thema Leadkosten. Ich also herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein vom Klein Marketing Consulting. Experte für Neukundengewinnungen, Online, Offline Marketing, Kombinationsstrategien, Marketingstrategie generell für primär B2B Marketing und dort sind wir in den letzten Jahren, 5 bis 7, 8, 9 Jahre. Primär auch im Enterprise-Segment. Und das ist nochmal was ganz anderes im Enterprise-Segment, wie jetzt vielleicht, wenn du, sagen wir mal, Software-Lizenzen verkaufst, die 20, 100 oder einige 100 € pro Lizenz kosten, maximal. Das ist nochmal was anderes, als wenn du Lizenzen verkaufst, die in die Tausende gehen. Ja? Und wenn wir jetzt einfach von Lösungen sprechen, wie Salesforce, SAP, Oracle, das ist nicht so voll vorbei, Oracle, IBM in Europa, eher im Rückgang. Was ist jetzt hier eigentlich eher, Magento, Commerce Tools etc. pp. Also die Magento ist ja auch ganz stark, sich jetzt hat sich aufs Enterprise-Segment eben fokussiert, ja, auch mit der Übernahme mit dem zu hin zu Adobe. Und das sind ja auch so bewusste Strategien dahinter, wo man ganz klar sagt, wir wollen lieber weniger Kunden, aber natürlich entsprechend mit viel, viel höherem Volumen. Wenn du jetzt immer von der Softwarebrille her, also von der Anbieterbrille her, eines Softwareherstellers oder auch oder Dienstleisters, Implementierungspartners, dann und stellst dann sozusagen die folgende Frage, was ist ein Lead mir überhaupt wert? Ja? Ein sogenanntes Lead. Da muss man natürlich nochmal genauer definieren, was ist überhaupt ein Lead? Ja? Ist ein sogenanntes Sales Qualified Lead. Also im Prinzipiell kann man sagen, okay, der Kunde hat Bedarf, der Kunde hat also ist sich eines Problems bewusst. Der Kunde ist sich auch bewusst, dass er für dieses Problem externe Hilfe benötigt, ja, um dieses Problem zu lösen. Und drittens, der Kunde ist sich auch bewusst oder hat sozusagen sich sozusagen schon intern Kaufentscheidungen gefällt, dass das Ganze auch Geld kostet und zwar entsprechend, ja, und nicht, sagen wir mal, nur ein paar Euro, sondern eben, sagen wir mal, 500.000 Euro. Also wenn ich jetzt mehr durch die Anbieterrolle, Brille das sehe, dann sage ich mir, okay, ich will mich auf dem Enterprise-Markt fokussieren. Das heißt, ich will in der Regel Umsatz größer als wie 500 Millionen Euro. Ne? Also es kann auch welche geben, die darunter sind, aber ganz ehrlich, ich kann gleich vorwechseln nehmen, die meisten Unternehmen, die weniger wie 500 Millionen machen, die auch ganz starken Bedarf haben, aber das ist nochmal ein Segment für sich. Die haben natürlich ganz andere Budgetherausforderungen in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber wir sprechen hier natürlich von statistischen Werten, die wir sozusagen auch in meiner Firma hier, in meiner langjährigen Erfahrung machen konnten. Und das Budget sollte größer als 500k sein. Es ist halt einfach in dieser Range mit weniger wie 500 Millionen sind halt sehr, sehr viele Unternehmen. Die haben halt eben weniger wie 500k, ne, Budget. Die haben 200, 100, 300 oder irgendwie sowas. Und da wird es halt immer problematisch, allein mit den ganzen Lizenzkosten der Anbieter. Und die Anbieter sagen sich halt, naja, warum soll ich jetzt hier so viel Zeit vertun mit den Kleinen? Und wenn ich doch hier lieber mich auf die Großen fokussiere. Und deswegen, und auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich konvertiere. Also das Lead sozusagen auch dann zu einer echten Opportunity, sprich Kunden, konvertiere. Und wenn ich mich dazu entscheide, sei es jetzt halt wie Magento ursprünglich aus dem Mid-Market, mittelständischen Zielgruppenbereich, noch vor 10, 15, 20 Jahren, ja, war das ja die Mittelstandslösung überhaupt, Open Source, ja, lizenzfrei und so weiter. Alles nicht mehr der Fall. Gibt es vielleicht noch andere, weiß ich nicht. Oxid oder sowas, aber wird das sehr, sehr dünn, weil eben sich da der Markt sehr stark geändert hat, weil einfach dieses Mid-Market, dass die einfach erwarten, dass sie Box-and-Ready-Lösungen eben bekommen. Und es würde jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit führen für dieses Video. Wenn euch da noch ein Video wünscht, könnt ihr euch natürlich eins wünschen. Aber die wollen dann eher sowas wie Spotify oder Shopify, sorry. Also quasi einfach
Template-basierte Lösungen, wo sie auch, sagen wir mal, keinen Zugriff auf den Source Code bekommen, aber auch keinen wollen oder was auch immer. Sie wollen einfach ihr Click, Drag and Drop sozusagen, ja, und zu dem entsprechenden Preis und das alles. Und du als natürlich, sagen wir mal, Anbieter mit entsprechender Programmierdienstleistung und so weiter, ist das natürlich etwas, wo du überhaupt gar nichts anfangen kannst. Das heißt, du musst dich zwangsläufig auf die höheren eben fokussieren oder eben auch auf diese dazwischen, also das ist natürlich dann nochmal spezialisierter. Und dann ist natürlich automatisch, sag mal, hast du, sag mal, noch 20, ein Zwanzigstel der Firmen zur Auswahl, wenn du sagst, ich will grundsätzlich nur die Firmen über 500 Millionen oder über ab einer Milliarde Euro Umsatz und nur noch die Firmen, die mindestens 500k Budget haben, ja, 500.000 Euro. Dann hast du automatisch auf einen Schlag 20 mal, 30 mal, vielleicht ungefähr in dem Dreh weniger Firmen zur Auswahl, ja, vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, ob du dich auf eine Branche spezialisiert hast, ne, ob du, sag mal, nur Bekleidung dich spezialisiert hast, nur irgendwie Maschinenbau oder was, das gibt es auch noch. Weil, ganz ehrlich, also B2B-Shops in je nach Branche haben teilweise extremst unterschiedliche Anforderungen, ja, also quasi. Von sehr komplex und sehr variantenreich hin zu relativ homogen und von sehr hohem Umsatzvolumen zu mit hoher Marge hin zu fast gar keiner Marge und so weiter. Das heißt, wenn du dich dahin begibst, dann musst du einfach folgende Frage stellen: Okay, was ist mir denn so ein Lead wert? Und wenn du dir sagst, okay, du kommst sozusagen aus der Mittelstandswelt und hast ja immer deine Leadkosten ausgerechnet sozusagen, also sagen wir mal, du hast irgendwie einen Funnel, hast einen Mitarbeiter, schaltest Online-Werbung und kalkulierst das alles zusammen und sagst dann, okay, ja, ein Lead war mir immer irgendwie 5.000 Euro wert, ja, und hast du jetzt als, sagen wir mal, Zielgruppe, ja, dieses Segment hier, ja, dieses High-End-Segment, ja, also wo dich sozusagen ein Neukunde dir 500.000 Euro Minimum einspielt. Ja, dann kann es sein, dass der Sales Cycle sich erstens mal immens verlängert, ja? Also sagen wir mal, von 6 Monate auf 2 Jahre oder sowas oder ein Jahr. Ja? Es kann sein, dass du einfach mit deiner Leadkostenrechnung ursprünglich gar nicht mehr zurechtkommst, ja? Weil du vielleicht dann irgendwie Geld auf der Straße liegen lässt, weil du sagst, hey, hier sind mir die Leadkosten zu hoch, ja, um diesen Kunden hier zu gewinnen. Aber hinten raus vielleicht, anfänglich mache ich mit ihm 500.000 Euro Umsatz, aber hinten raus mache ich mir vielleicht nochmal 2, 3, 4, 5 Millionen, ja, oder 10 Millionen. Dann ist es doch völlig egal, ob ich vorweg einen Leadkosten habe, ja, von 5.000, 10.000 oder 50.000 Euro. Ist ja völlig scheißegal. Ne? Und das ist eben der gedankliche Umschwung, dieses Umdenken, was halt viele Anbieter, Dienstleister und so weiter, die halt aus diesem Mid-Market kommen, ursprünglich mal, ja, sozusagen, ja, wo sie auf jeden Fall umdenken müssen. Ja? Denn ein Enterprise-Kunde, der mir siebenstellige Umsätze bringt irgendwann, da kann ich unter Umständen überhaupt gar keine Lead-Kosten-Kalkulation mehr machen, ja? Sondern ich muss einfach eine Mischkalkulation machen aus bestimmte Marketingmaßnahmen, Personen, die ich einstelle, Personen, die ich beauftrage, externe Agentur, Online-Marketingmaßnahmen, Offline-Marketingmaßnahmen. Und die Lösung dafür ist halt einfach eine Mischkalkulation. Und so eine Lead-Kosten-Kalkulation ist halt dann ab einer gewissen Größenordnung im Segment, die ich targetiere, in meiner Zielgruppe, einfach nicht mehr möglich. So, das war's gewesen für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte da irgendwie ein paar Klarheiten machen und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Schau mal da rein, wenn es heißt, ja, Akquise-Tipps.